Die Vertreter der Auslandspresse haben vor kurzem in Postautos heraufgeführt, auf dem Julier die neuesten Schneeräumungsmaschinen in Aktion gesehen. Die vom Post- und Eisenbahndepartement organisierte Pressefahrt begleitete Bundesrat Lepori. Nun wird vielleicht die Weltpresse über den großen Aufwand an technischen Mitteln berichten, der nötig ist, um den Julier den ganzen Winter über offen zu halten. Der Verkehr von morgen durch diese zweite Alpenlinie wird eingleisig nicht mehr zu bewältigen sein. Die Gesamtverkehrskonzeption des Landes ist erst in Ausarbeitung begriffen. Als erstes Projekt haben wir Lötschberg Doppelspur, soweit sie noch nicht auf Doppelspur ausgebaut ist. Als zweites Projekt ist Lötschberg Basistunnel, geht von Fruttigen nach Raron und ist 28 km lang. Wir sind heute überzeugt, dass das Verkehrssystem als Ganzes zu teuer ist, weil wir seit dem Aufkommen vom Automobil immer Bahn und Straße nebeneinander auf das Maximum ausgebaut haben, so als ob jeder Teil allein das ganze Volumen müsste bewältigen schlussendlich. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen von 32 auf 182 erhöht. Monatlich liefert das Personal jeder dieser Bahnen einen Rapport an das Eidgenössische Amt für Verkehr in Bern, das letztlich für die Sicherheit unserer Luftseilbahnen verantwortlich ist. Nach ca. 45 Minuten Fahrt setzte die ständige Funkverbindung aus, worauf der Maschinist die Hilfsseilbahn sofort abstellte. Eine neue Einstellung der Wägekonstruktion ermöglicht Testfahrten mit Überlast, die einer der Experten in einer keineswegs komfortablen Position mitmachte. Safety first heißt es auch hier. Warum eigentlich wird ein Teil der Stanzerhornbahn abgebrochen? Wenn die Bahn dazumal sehr robust und modern war, so ist sie doch veraltet. 84 Jahre ist sie nun in Betrieb. Das Zeitgenössische Amt für Verkehr hat bei der letzten Konzessionserneuerung verlangt, dass die Bahn erneuert wird. Spitzenpolitiker der SVP wird Chef des Bundesamtes für Verkehr im Departement von Bundesrat Adolf Ogi. Und Herr Ogi, da bin ich sicher, hat mich trotz unserer langjährigen Zusammenarbeit und unserer Freundschaft aufgrund meiner beruflichen und persönlichen Qualitäten gewählt oder für dieses Amt vorgeschlagen und nicht aufgrund persönlicher Beziehungen. Gotthard und Lütschberg. Im Bundesamt will man sich nicht festlegen. Die Studie hat lediglich gezeigt, dass unter betriebswirtschaftlichen Aspekten der Lötschberg gewisse Vorteile aufweist. Für die SBB bleiben die Schlussfolgerungen fragwürdig. Die SBB können diese Ergebnisse nicht akzeptieren, da man die beiden Achsen nicht gleich behandelt hat. Wenn die Schiene wirklich ein gutes Angebot hat, hat der Bus relativ wenig Chancen. Dort, wo die Schiene nicht so gut ist, ist effektiv ein Potenzial vorhanden. Es war
für uns ein Schock. Der halt immer noch etwas nach. Ein Subventionscontrolling soll solche Schocks in Zukunft verhindern.